Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur Autospeicherung hier bei Prison Architect. Mir ist aufgefallen, wir können hier noch ein bisschen draußen was Kleines, Sinnloses machen, indem wir nämlich hier einfach ein bisschen Gras hinsetzen. Das war ja der alte Gang, wer sich noch daran erinnert, ist ja auch schon ein paar Tage her, der alte Gang für die Zeugen zur Hinrichtung, weil hier unten mein Hinrichtungsraum war. Wobei, warte, das ist vielleicht nicht so schlau. Denn hier könnte eigentlich alles ein Tick, aber na gut, das ist jetzt. Ja, wobei, warte mal, das machen wir so. So, wir können ja hier die Wand noch eins vergrößern, ne? Ja, das sind die ganz schlauen Nummern. Schon mal in den Voraus denken. So, hier fehlt irgendwie immer noch was. Das habe ich wahrscheinlich mit dem Planieren wieder weggemacht, ne? Also ist jetzt hier Zaun oder ist hier jetzt nicht Zaun? Ich kann es nicht sehen. So, hier muss nochmal ein Zaun hin. Wie schaut's denn zurzeit aus? Also hier ist noch, klar, hier wird nichts repariert. Hier wird nur sauber gemacht. Weil die Damen und Herren hier noch ein bisschen was zu tun haben. Ich hoffe, dass ihr das mit den Duschen mal so langsam hinkriegt. Ich würde nämlich gerne die Abflüsse setzen. Und dann haben wir ja hier oben noch die Veränderungen. Ja, das haben sie mittlerweile gemacht. Sehr gut. Dann können wir den Raum auch entsprechend noch ergänzen. Personalraum war hier irgendwo. Hier fehlt nämlich noch die Reihe. Und jetzt ist das ein großer Personalraum. Sehr gut. Dann machen wir hier eine normale Tür noch wieder rein. Und dann machen wir, was haben wir denn hier an grauen? Sind sowas Graues genommen, ne? Luna, Marmorfliesen, Kalkstein, Keramikfliesen, die waren relativ teuer, ne? Ja, dann machen wir den Raum Marmor. Und hier ist, glaube ich, brauner Teppich drin. So Dackelkacke. Zack. Machen wir das so. Was gibt es ja wieder für Probleme, hm? So, ich hoffe, das ist dir recht, mein Freund. Denn wenn du so ein Drecksack bist, dann gehst du jetzt in den anderen Trakt rüber. Wir können ihn ja mal ein bisschen verfolgen, ne? So. Und dann gucken wir mal, wo er hinkommt. Er wird jetzt durchsucht, alles klar. Haben wir ein bisschen wenig Personal? Nö, ne? Müsste der jetzt nicht so langsam mal auch rübergebracht werden? Hm. Was ist denn da los? Einzelhaft, der hat noch 2 Stunden. Alles klar. Dann machen wir doch Folgendes. Gucken wir uns das gleich mal an. Und hier oben, ah, hier fehlt noch die Mauer. Alles klar. Hier können wir ja noch ein bisschen schön einrichten. Was braucht er denn? Breites Sofa, Holzhocker, Getränkeautomat. Alles klar. Heute ist alles klar. Getränkeautomat. War der nicht hier unten irgendwo? Getränkeautomat. Viecher am Schnarchen sind, ne? Krass. Hier. Bauen wir hier noch ein Spielautomat rein. Dann können wir ja mal gucken. Sofa. Die sind aber auch am Schnarchen, oder? Ist unglaublich. Und so. Dann kriegen die hier einen Fernseher hin. Weil natürlich den guten. Ja, wegen Sportschau und so weiter. Das ist alles ein bisschen sehr eng, ne? Kann das sein? Ach, die schummeln sich da schon durch. Dann bauen wir hier noch ein Radio hin und dann kriegen die hier noch
Bücherboard brauchen die, glaube ich, nicht. Ne? Die brauchen nur Getränkeautomat, breites Sofa. Können wir nicht hier noch so ein Sofa hinhängen? Ja, und dann können wir... so. Und dann bauen wir hier einfach noch ein Blömchen hin. So. Ach, da ist ein Sofa. Ja, nee, da bauen wir da kein Blömchen hin. Da bauen wir hier ein Blömchen hin. So. Nicht schön, aber selten. Die sind aber wirklich am Schnarchen, die Viecher. Unglaublich. So. Geh da mal hin. So. Erhöhen wir die Geschwindigkeit. Gucken mal, wie schnell das hier geht. Weil der Rest muss ja eh gebaut werden. Und dann gucken wir mal, wie der Häftling rüber transportiert wird, ne? Wir sind so selten bei den Häftlingen, wir sind immer so im Großen. Und wenn wir diese Bauobjekte hinter uns haben, dann wird die auch schneller wieder repariert. Was ist denn mit denen? Der Häftling, der da unten angezeigt wird, ist ja nicht den wir haben wollen. Wir wollen ja den... zu 89% beschädigt, alles klar. Müsste der jetzt nicht mal so langsam abgeholt werden? Es gibt keine freie Zelle für diesen Häftling. Alles klar, natürlich nicht. Weil ihr wisst ja, unsere höchste Bestraften, da sind so viele Zellen drin. Belegt, ne? Ah, guck mal. Also jetzt ist dem Spiel aufgefallen, es gibt vielleicht doch eine freie Zelle. So, komm mit, Dickerchen. Ist klar. So. Einmal schön durchs Gefängnis durch. Der ist übrigens Bob. Taser, Gefangenenschlüssel, Starktruck, Panzerweste. Einmal hier durch die Bereiche, die mit Sicherheit alle wieder schlecht gekennzeichnet sind. Wo die Kennzeichnungen teilweise aufgehoben wurden, bin ich mir sicher. Da wird gerade Rasen durch die Gegend geschleppt. So. Und dann kriegt die Abteilung für die Schwerstkriminellen nämlich einen neuen Gefangenen und können den dann erschießen. Auf ihn aufpassen. So. Das ist ja der Plan. So, einmal hier wieder durch. Und hier durch. Da durch. Fast überfahren worden. Ist aber ein Verkehr in dem Gefängnis, ne? Wahnsinn. Hier sitzt natürlich keiner, wie immer. Das hat sich gerade in einer Fliege angehört. Wahrscheinlich ein bisschen siffig in diesem Gefängnis hier. Stimmt, wir haben auch keine Gärtner oder Putzkräfte eingestellt, ne? Hm. Komisch, komisch, komisch. Warum nur nicht? So, würde mich jetzt wundern, wenn er was dabei gehabt hätte. Hallo, ich bin der Bob. Ich habe hier einen neuen Legendären. Hier habt ihr den. Ich soll den hier abliefern. Sag mal, Tür zu. So, und Bob kann sich jetzt seinen Bedürfnissen widmen, sich ein bisschen abreagieren, kriegt die Tür aufgeschlossen und wir haben schon wieder einen Todesfall. Ja, also ihr seht, ich kann noch nicht mal Bob folgen. Weil hier schon wieder randaliert wird, wer bist du? Legendär. Gleiches Prinzip. Wie viel müssen wir einstellen? Und das wundert mich jetzt. Wir haben doch Schusswaffen gebraucht, ne? Wo ist der? Den haben wir doch hier drauf gesetzt. Das müsste doch jetzt theoretisch im Einsatzplan
Rot, der muss ja auch da sein. Seht ihr den? Ich sehe den nicht. Oder haben sie den umgebracht? Ich scroll übrigens jetzt nach unten, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, was da los ist. Der ist doch hier nirgendwo. Na, gucken wir uns die Prügelei mal an. Ich hätte ihn ja erschossen. Ja, diese Legendären, die sind manchmal ein bisschen durch. Man weiß auch nicht, was da los ist. Genau, wir wollten ja hier noch ein paar Objekte hinsetzen, nämlich zum Beispiel... Weil jetzt haben sie es soweit fertig gebaut. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus, ne? So, und hier noch ein. Hier scheint noch was zu fehlen. Sehr gut. Da müssen gleich Türen hin. Die Tür muss natürlich da weg jetzt. Das heißt, wir bauen eine große Gefängnistür rot ein. Wir reißen diese Tür raus. Das geht aber nur unter Objekten. Das ist immer noch nicht so schön gelöst. So. Und dann ist die Tür sozusagen der Zugang. Alles klar, dann können wir das schon mal machen in Ruhe. Und da wir so viele Lampen über haben, machen wir jetzt Folgendes. Gegenüber der Dusche bauen wir noch Lampen ein. Machen wir es einfach ein bisschen heller. Nennen das Ganze Guantanamo Bay. Weil dort die Häftlinge, die da teilweise ja einfach ohne irgendeine Prüfung hin verschleppt wurden, 24 Stunden Licht in den Zellen haben. Das ist natürlich super für den Tagesrhythmus und super auch für deine Gesundheit. Weil da musst du dir die Haare sehr lang wachsen lassen, die es vor das Gesicht kämen, damit du wenigstens so einen Hauch von Dunkelheit hast. Und ich zum Beispiel würde da irre. Ich hasse es, Haare im Gesicht zu haben. Deswegen auch immer so eine möglichst Kurzhaarfrisur. Weil da kriege ich einen Anfall. Wenn ich Haare so Richtung Augen habe, wie so manche hier den Justin Bieber-Style oder so, könnte ich im Leben nicht tragen. Weil ungeachtet dessen, dass das natürlich auch nicht gut bei mir aussieht, aber das könnte ich wegen der Haare nicht. So, dann setzen wir hier noch was rein und dann können wir gleich auch noch Bücherboards hier reinsetzen. Dann haben sie vielleicht noch ein bisschen Unterhaltung. Weil wenn, dann sollen wir die Zellen ja auch sinnvoll machen. Weil dann können sie natürlich auch mehr zerstören, aber auf der anderen Seite. Ja, ist schade, dass der eine nicht da war, obwohl ich 4 hier eingestellt habe für den Bereich. Da hinten findet auch schon wieder was statt. Die machen mich irre in dem Laden. So. Da kriegt ihr jetzt alle ein Bücherboard. Hier ist große Massenversammlung. Todesfälle. Ihr seht, es nimmt nicht ab. Und ich weiß nicht warum, weil es ist ja nichts los eigentlich, ne? Achso, komm, bauen wir weiter. Was soll ich denn sonst machen? Ich weiß es doch nicht. Ich kann doch nicht auf der einen Seite bauen und auf der anderen Seite mich ständig um jeden Gefangenen kümmern. Ja, jetzt sind die auch noch weg, weißt du? Die Meldung. Muss ich gleich erstmal gucken, wo hier was los war. Taratatatata. Ja, okay. Also Bücherboards hin. Auch wieder so eine richtig langweilige Arbeit. Und du musst dich auch noch konzentrieren. Das ist viel schlimmer dabei. Da weiß ich immer auch nicht, was man so erzählen soll. Na, wenn man ein Thema hat, dann geht das ja noch. Aber ich muss mir ja jetzt auch sozusagen was aus den Fingern saugen. Und mich gleichzeitig aber wirklich darauf konzentrieren, dass ich an die richtige Stelle ein Bücherboard baue. Was das wieder kostet. Aber wenigstens eine Bibel drin. Gut, klar, denen fehlt natürlich ein bisschen was. Das müssen wir hier noch irgendwie hinzimmern. Das kriegen wir schon hin. Alles wird super. So. Modell Bücherboard steht. Wie sieht das hier aus?
Noch immer bescheiden. Alles klar. So, und wo haben wir jetzt? Hier hinten war irgendwas los. Ein Pfleger ist tot, das ist nicht so gut. Gut, gucken wir uns das auch noch mal an. Klatsch ihn doch weg. Hier sieht's aus. Naja, wenigstens hat er Beruhigungsmittel bekommen. Was wollen wir denn mehr? Haben wir eigentlich irgendeine Häftlingseinlieferung die letzten Tage gehabt? Nee, ne? Ja, ja, lass ihn schön in der Tür stecken. Dann kriegt er die immer schön ins Kreuz. Ist schon in Ordnung. Ist hier keiner, der den mal wegtransportiert? So? Häftling bestrafen? Womit? Klatsch? Elektroschocks? Häftling durchsuchen. Da hinten wird auch schon wieder irgendwie rumrandaliert. So ist das richtig. Alter. Da wurde aber ganz kurzer Prozess gemacht, war leider nicht final. Also das schade. Hätte mich gefreut. Aber es wurde geschossen. Sehr gut. Haben wir das auch mal miterlebt. So, was ist denn jetzt mit dem hier? Ist er schon wieder fit? Der ist ja völlig durchgedreht. Ja, jetzt? Okay. Komm mal mit. Wo geht er denn mit dem hin? Ich hoffe zum Psychiater. Damit er den ein bisschen beruhigen kann. Ja, und jetzt bleibst du hier stehen, oder was? Ah, da wird ja was vorbereitet. Das kann man leider nicht so gut sehen. Der hat ein Mörderbüro, ne? Riesengroß und so weiter. Und ist nur durchschnittlich. Stimmt, sag mal, hatten wir denn nicht... Ach, das haben wir im Online-Spiel gemacht, ne? Kann das sein? Dass der hier noch Objekte braucht. Erstmal können wir die... Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Komm, die ist schon wieder lang genug. Dann hatten wir heute finalen Waffeneinsatz. Sehr gut. Und das ein oder andere gebaut. Das entwickelt sich hier auch. Die Waffenkammer wird auch nicht fertig. Warum auch immer, keine Ahnung. Da fehlt noch eine ganze Menge. Aber das kriegen wir irgendwie in den nächsten Folgen wahrscheinlich hin. Damit bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Wünsche dir jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleib mir gewogen und ja, lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir diese Folge von Prison Architect gefallen hat. Und ansonsten, damit du nichts mehr verpasst, gerne auch ein Abo und dann die Glocke und so. Ne? Aber das weiß ich ja. Gut, dann alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.